Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Car News TV. Mit neuen Modellen und einigen neuen Testberichten. Immer wieder offenbaren einige Modelle ihre Eigenschaften erst dann, wenn sie im Alltag bewegt werden. Und deswegen testen wir für Sie diese Fahrzeuge im Alltag. Außerdem waren wir bei der Fahrpräsentation des neuen VW T-Cross. Volkswagen setzt seine SUV-Initiative fort. Auf den neuen Tiguan 2016 folgten 2017 Tiguan Allspace und T-Roc, 2018 die dritte Generation des Touareg und nun steht der T-Cross in den Startlöchern. Der T-Cross rundet das Angebot der Sports Utility Vehicle der Wolfsburger nach unten ab. Der 4,11 Meter lange Viertürer mit steiler Heckklappe basiert auf dem VW Polo. Mit seiner SUV-Initiative sieht sich VW voll im Trend. Innerhalb der kommenden 10 Jahre soll sich das Segment glatt verdoppeln. Ein Polo fürs Grobe? Der T-Cross ist jedoch weniger Offroader, als vielmehr ein kompakter Allrounder. Er verzichtet komplett auf einen Allradantrieb. Der T-Cross fühlt sich dank kompakter Außenmaße im urbanen Umfeld deutlich wohler als im rauen Gelände. Zum Verkaufsstart im Frühjahr bringt VW 2 1-Liter Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum. In 2 Leistungsstufen stehen 95 und 115 PS zur Verfügung. Etwas später reichen die Wolfsburger einen 95 PS starken Diesel und einen 1,5 Liter Benziner mit 150 PS nach. Während der 95 PS Benziner mit einem 5-Gang-Getriebe kombiniert ist, sorgt bei den stärkeren Modellen ein 6-Gang-Getriebe für die Kraftübertragung. Oder gegen 1.500 Euro Aufpreis ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wer bei Polo und Co. immer noch an Kleinwagen denkt, sollte sich neu orientieren. Der T-Cross ist 5,5 cm länger als sein Plattformspender und sogar knapp 14 cm höher. Damit ist der SUV einerseits ausreichend geräumig, aber im Stadtverkehr in engen, winkligen Gassen noch immer ausreichend wendig. Die Passagiere sitzen zudem etwa 10 cm höher als im Polo und der Fahrer genießt eine gute Übersichtlichkeit. Die Qualitäten als Allrounder bieten für Kritik kaum Angriffsfläche. Der T-Cross ist quasi ein Weltauto. Seine Fertigungsstätten stehen im spanischen Pamplona, in China und Südamerika. Den bis zur Ermüdung beschworenen jugendlichen Zielgruppen dient sich Volkswagen mit einer umfangreichen Palette frischer, neuer Farbtöne an, die dem SUV tatsächlich durchweg gut stehen. Leichtmetallräder zwischen 16 und 18 Zoll, farblich zur Karosserie abgestimmt, kosten in jedem Fall extra. Mit knapp 1,60 Meter Höhe bietet der T-Cross eine stattliche Erscheinung. Die äußeren Insignien seines Standes wie rustikaler Grill und angedeuteter Unterfahrschutz trägt er selbstbewusst. Doch in der Praxis dient der Zierrat vordergründig der Optik. LED-Tagfahrlicht kostet 150 Euro, Scheinwerfer 1175 Euro extra. Dafür gibt es im Paket noch Regensensor und einen abblendbaren Innenspiegel. Der T-Cross ist kein Trendsetter. Da waren Wettbewerber wie Ford mit dem EcoSport seit 2003 oder Opel mit dem Crossland X von 2017 schneller. Doch wie bei Tiguan und T-Roc nahm sich VW auch beim T-Cross mehr Zeit, um dann schließlich mit einem ausgewogeneren Konzept zu kontern. Die edlen Leichtmetallfelgen eignen sich für rauen Untergrund wie High Heels für die Kletterpartie. Macht aber nichts, denn kein Kunde wird dem T-Cross in der Praxis mehr als einen unasphaltierten Feldweg zumuten. Fürs Parken und Rangieren empfehlen sich 280 Euro extra für die Rückfahrkamera. Für den Heckbereich des T-Cross gelten die gleichen Regeln wie für die Frontpartie. Was als Anbauteil wie zünftiges SUV-Zubehör erscheint, ist überwiegend kosmetischer Zierrat.
aber in jedem Fall in einer wertigen Anmutung ausgeführt. Das Leuchtband zieht sich optisch über die gesamte Fahrzeugbreite. Die Einparkhilfe für 495 Euro ist grundsätzlich eine kaum verzichtbare Extrainvestition. Für den Innenraum griffen die Entwickler des T-Cross auf die bewährten Komponenten des Polo zurück. In puncto Übersichtlichkeit, Bedienbarkeit, aber auch hinsichtlich Materialanmutung und Verarbeitung gibt sich der kleine SUV keine Blößen. Das belederte Multifunktionslenkrad kostet für zwei der drei Ausstattungslinien Aufpreis. Für das farbige Instrumentendisplay fallen in jedem Fall 400 weitere Euro an. Die Sitze in beiden Reihen sind bequem, vorne vielfach verstellbar. Die Rückbank lässt sich je nach Einsatz um 14 cm verschieben. Die Überlegenheit zum Polo spiegelt sich besonders beim variablen Stauraum wider. Je nach Stellung der Rückbank beträgt das Volumen zwischen 385 und 455 Liter. Mit umgeklappter Rückbank sind sogar 1281 Liter drin. Das Fahrwerk des T-Cross wird in jeder Situation seinem erweiterten Anforderungsprofil gerecht. Es schluckt auf losem Untergrund die rauen Schläge vorbildlich. Bei der ersten Ausfahrt fiel die Wahl auf den stärkeren 1 Liter mit 115 PS. Das typische tiefe Grummeln des Dreizylinders hält sich in jeder Fahrsituation dezent zurück. Der Geräuschkomfort ist ausgezeichnet. Das Leistungsangebot handelt die 1250 Kilo Leergewicht souverän. Ob im Schritttempo auf der Schotterpiste oder als zügiger Sprinter aus dem Stand auf Tempo 100 in 10,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 193 km/h. Der kombinierte Normverbrauch von 4,9 Litern auf 100 Kilometer erweist sich in der Praxis als nur schwer erreichbar. 6,5 Liter meldet das Kombi-Instrument nach rund 500 Kilometern im gemischten Betrieb. Die Vollwertigkeit des Konzepts beim T-Cross unterstreicht Volkswagen mit einem breiten Angebot an Systemen für Fahrassistenz, Multimedia und Sound. Dazu kommen drei Ausstattungslinien. Die Preisliste startet bei 17.975 Euro für den Basis-T-Cross mit 95 PS und Fünfganggetriebe. Bis auf die Klimaanlage für 560 Euro lässt die serienmäßige Grundausstattung nichts wirklich Wichtiges vermissen. Für die 115 PS-Version in Top-Ausstattung mit DSG-Getriebe sind 25.275 Euro fällig. Mit dem T-Cross ist Volkswagen ein echter Wurf gelungen. Er ist geräumig, vielseitig, variabel, verfügt über einen ansprechenden Auftritt, ist leise, komfortabel und gut bedienbar. Mehr Auto ist für den Alltag eines Haushalts mit bis zu 4 Personen nicht erforderlich. Der T-Cross ist einfach der vielseitigere Polo. Die Edeltochter Audi sucht gerade nach neuen Wegen und zeigte erst vor kurzem neue Modelle, wie den A8 und den A7. Beide haben wir uns einmal genauer angeguckt. Im Alltagstest widmen wir uns dem Audi A8, dem ehemaligen Flaggschiff der Ingolstädter. Oder ist er das immer noch? Im Zeitalter der SUV ist die Versuchung groß, den Q8 so zu betiteln. Und zudem ist der A8 schon lange nicht mehr Statusgarant für den wohlhabenden Unternehmenslenker und schon lange nicht mehr stilprägende Ikone, wie es der A8 im Jahre 1996 noch war. Aber er hat seine Liebhaber. Weniger in Europa als in China und in den USA, was auch seine nicht mehr so ganz auffällige Optik in den Augen der Europäer erklären könnte. Der neue A8 stellt zumindest derzeit wieder einmal das technische Maß aller Dinge dar. Oder doch nicht? Da die neuen SUV nebenan stehen, ist es nicht mehr so wichtig, wenn die neue Technik durch die Fahrzeugklassen nach unten gereicht wird. Die Geländegänger folgen einer etwas anderen Logik. Trotzdem ist der A8 State of the Art. Doch all die Technik hat ihren Preis. Für das getestete Modell verlangt Audi mindestens 90.600 Euro und für den Testwagen sogar 132.820 Euro. Kein Fahrzeug der Konkurrenz verfügt über so viel Technologie und über so viel Leistungsvermögen. Aber gleichzeitig fällt er überhaupt nicht auf. Und das ist das große Problem. Denn, wenn man sich zurückerinnert, vor mehr als 20 Jahren, Mitte der 90er Jahre, schlug der erste A8
direkt ein. Er war eine Erscheinung, er sah sportlich aus, er sah majestätisch aus und er versprühte sofort einen gewissen Status des Eigners. Das lag natürlich auch einerseits daran, dass die anderen Fahrzeuge drumherum alle etwas kleiner waren, etwas unbedeutender aussahen und es sofort natürlich einen Statuswechsel gab. Das ist heute etwas schwieriger, denn sowohl bei Audi wie auch bei BMW und bei Mercedes sind vor allen Dingen die kleineren Fahrzeuge sehr gewachsen. Wenn man an der Ampel steht, man hat auch als Experte manchmal Schwierigkeiten, auf den ersten Blick einen A6 von einem A8 zu unterscheiden, aber das gilt natürlich auch für BMW oder für Mercedes. Und wenn man für ein Fahrzeug schon 100.000 Euro oder mehr ausgibt, möchte man das eigentlich haben. Andersherum, wenn man will, dass man nicht auffällt, das ist das ideale Fahrzeug. Er kann unglaublich viel, aber er fällt halt nicht auf. Massiv steht er da. Natürlich in einer gehobenen Ausstattung mit nun breitem Single-Frame-Grill und großen Rädern, wenn auch nur Winterräder. Doch der Gesamteindruck ist eher elegant denn expressiv. Und viele interessante Details erschließen sich erst auf den zweiten oder dritten Blick. Auf den ersten Blick wird der Audi-Fan Bekanntes wiederfinden. Ob aber der Wagen auch viele Neukunden anzieht? Zumindest wird der Leasingkunde, der ohnehin nicht viel Auswahl hat, den neuen A8 nahtlos übernehmen. Und der Nachbar wird es kaum bemerken. Auch ein Argument. Auf jeden Fall werden die Kunden dann Spaß an den vielen kleinen Details haben. Dazu gehört beispielsweise die verdrehte Fuge am vorderen Kotflügel, die A8-typisch angesetzte A-Säule oder auch das leicht nach vorn geneigte Heck, das den Wagen optisch vorantreibt. Die Kotflügel sind leicht ausgestellt und die Zahl der horizontalen Spannungslinien ist vorn und hinten identisch. Ein versteckter Verweis auf den Quattro-Allradantrieb, der beim neuen A8 in allen Varianten serienmäßig an Bord sein wird. Konventionell geblieben ist der Dachaufbau mit der charakteristischen Kuppel, die einst Peter Schreier, der heutige Hyundai und Kia Designvorstand, mit dem ersten A8 erdacht hat, als er in den 90er Jahren noch in Audis Diensten stand. Im Kofferraum finden standardmäßig bis zu 505 Liter Platz. Alternativ kann man im Kofferraum auch bis zu 7 Getränkekisten unterbringen. Das Umklappen der Rückbank ist im A8 grundsätzlich nicht möglich. Der Innenraum samt neuem Bedienkonzept präsentiert sich mit aufpreispflichtiger Lederausstattung samt Holzdekor und ambiente Beleuchtung luxuriös. Zudem ist er dank optionaler Akustikverglasung stets angenehm leise. Und die aufpreispflichtigen Individualkontursitze samt Massagefunktion lassen kaum Wünsche offen. Der Fahrersitz lässt sich großzügig zurückschieben. Die Kopffreiheit reicht sogar für Hutträger. Die Innenbreite ist ebenso großzügig bemessen. So ergibt sich dank heller Innenausstattung ein angenehmes und großzügiges Raumgefühl. Hinten sind ebenfalls große Menschen gut aufgehoben. Vieles hat sich also geändert. Neben Bedeutung und Ausdruck auch die Nomenklatur. So arbeitet im neuen Audi A8 50 TDI Quattro Tiptronic kein 5,0 Liter Aggregat. Audi hat eine neue, etwas komplizierte Kennzeichnung ins Leben gerufen, die mit der Zahl 30 beginnt und bis 70 geht. Hinter der 50 steckt derzeit eine Leistung von 210 bis 230 kW. Im Falle des Testwagens sind es exakt 210 kW, also 286 PS, die der aufgeladene V6 Dieselmotor mit einem Hubraum von 3 Litern bereitstellt. Sein maximales Drehmoment beträgt 600 Newtonmeter und liegt über einen weiten Drehzahlbereich an der Kurbelwelle an. Damit ist der A8 in allen Lebenslagen ausreichend kräftig motorisiert. Ihm steht aber vor allem die gelassene Souveränität Langstreckenfahrt. Über Qualität und Ausführung sowie Platzangebot sollten wir bei einem Fahrzeug dieser Größe nicht wirklich reden müssen. Schon gar nicht bei dieser Preisauszeichnung. Was aber wirklich interessiert, ist die Frage, ob der Wagen nicht etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint.
Zumindest in Europa sind die Modelle momentan nicht wirklich gefragt. Dann schon eher für China und dort verkauft er sich gut. Damit ist auch die für europäische Geschmäcker etwas zu dezente Formensprache zu verstehen. Allerdings muss auch gesagt werden, der Wagen ist eine rundum Wohlfühlversicherung. Alles ist da, wo es sein soll. Und die Insassen gleiten mehr ihrem Ziel entgegen, als dass sie wirklich mühevoll reisen oder fahren. Ein tolles Auto, wenn nur der Zeitgeist ihm mehr Respekt zollen würde. Und gleich hinterher betrachten wir den neuen A7 und seine Eleganz. Im Alltagstest widmen wir uns diesmal dem neuen A7. Und dies hat seinen Grund. Denn der A7 hat etwas, was andere Modelle vermissen lassen. Klasse. Audi hat es derzeit schwer im Markt. Die Erfolge vergangener Jahre lassen sich nur schwer wiederholen. Einstige Must-Haves für junge, aufstrebende Familien wie der A4, der A6 und besonders das Flaggschiff A8 haben an Bedeutung massiv verloren. Mit dem Q8 und dem A7 gelingt es Audi aber wieder, die kaufkräftigen Gesellschaftsschichten jenseits der 50 zu interessieren. Gut, junge Leute finden teure Autos auch toll, haben aber entweder nicht die entsprechende Barschaft oder tendieren zu Modellen mit Brachialoptik, aber ohne besondere Eigenschaften. Interessant ist, dass der neue A7 die Weiterführung des sehr erfolgreichen ersten A7s ist und dieses Fahrzeug sehr gelungen scheint. Das ist sogar noch etwas besser gelungen als beim A8, den hatten wir letztens im Test. Und dieses Fahrzeug ist an Belanglosigkeit kaum noch zu überbieten. Aber der A7 hat seine Sportlichkeit beibehalten und gleichzeitig ist er noch unglaublich elegant. Und er ist natürlich in dem mittleren Segment das absolute Topmodell. Der A8, den wir letztens noch hier an gleicher Stelle im Test hatten, dieses Fahrzeug macht auch sehr viel Freude, aber es wirkt noch deutlich wertiger als der A7. Das fällt gerade auf im direkten Vergleich. Wenn man die Türen zuschlägt, da ist beim A8 natürlich mehr Substanz, aber er kostet auch einige 10.000 Euro mehr. Gut. Der A7 ist ein toller Kompromiss, vor allen Dingen er ist sehr wendig und jetzt kommt noch etwas ganz Tolles. Beim A8 hatten wir den 50er Dieselmotor verbaut und dieser Motor passt auch sehr ideal zum A8. Er ist nicht übermotorisiert, auch nicht untermotorisiert. Was aber auffällt, hier haben wir den gleichen Motor, ebenfalls den 50er Diesel und das Fahrzeug wirkt ganz anders. Natürlich ist er nicht so schwer wie der A8, dadurch ist er viel wendiger, spritziger. Dieser Motor macht unglaublich Freude und dieses Fahrzeug ist wirklich auf dem Höhepunkt der Technik. Und genau da versucht Audi nun zu punkten. Denn auf die inneren Werte sind die Ingolstädter ganz besonders stolz. Auch wenn die Strahlkraft einer eleganten Optik und von sportlichen Accessoires höher ist. Der neue Audi A7 soll in seiner progressiven Designsprache Vielseitigkeit, Fahr- und Bedienkomfort mit Sportlichkeit vereinen. Mit dem neuen Gesicht soll die frische Generation des viertürigen Coupés dazu beitragen, Audi im weltweiten Wettbewerb wieder auf Spitzenposition zu führen. Scharf gezeichnete Linien und gewölbte Flächen prägen die Seitenansicht des A7 Sportback. Die tief angesetzte Schulterlinie zieht den optischen Schwerpunkt nach unten und soll so Dynamik vermitteln. Die kontinuierlich zum Heck ansteigende Fensterlinie sorgt bereits im Stand für eine kraftvolle Optik. Die massiven Radhäuser betonen den sportlichen Auftritt zusätzlich, auch wenn wir leider auf Winterrädern unterwegs waren. Ähnlich wie beim Vorgängermodell ist das Heck des neuen Audi A7 Sportback im Stil einer Yacht eingezogen. Bei 120 km/h Geschwindigkeit fährt ein Spoiler aus der Heckklappe aus. Auffällig ist, dass das Exterieurdesign des neuen Audi A7 Sportback weitgehend auf Chromapplikationen verzichtet. Der Einstiegspreis für den A7 50 TDI benennt der Hersteller aktuell mit 67.150 Euro. Der A7 hat genug Qualität, um seinen Eigner im Alltag glücklich zu machen. Die Verbräuche sind akzeptabel, der Komfort zeitgemäß und die Fahreigenschaften führen zu einem dauerhaften Lächeln. Wenn dann noch beim Tanken jemand respektvoll bemerkt, dass dies ja mal ein stilvolles Fahrzeug ist.
dann weiß der Fahrer, dass er einerseits die Blicke auf sich zieht und sich andererseits von der Bastel-Tuning- und Tiefbreit-Laut-Fraktion deutlich entfernt. Trotz des verlängerten Radstands ist der Wagen sehr agil, was auch an der hervorragenden Hinterradlenkung liegt. Das aufpreispflichtige Extra variiert je nach Fahrsituation an der Vorderachse die Übersetzung. An der Hinterachse schlägt sie je nach Tempo gleich oder gegensinnig ein. Bei langsamem Tempo kann der Einschlag bis zu 5 Grad betragen, was den Wendekreis gegenüber dem Vorgänger spürbar vermindert. Um den Aufbruch in die Zukunft auch an der Heckklappe zu dokumentieren, ist die Hubraumgröße aus der Typenbezeichnung verschwunden. Vielmehr soll sie, wie beim A8 bereits geschehen, als Index für die Leistung des verwendeten Motors gelten. So ist der Diesel zum 50 TDI und der Benziner zum 55 TFSI geworden. Im Inneren setzt sich die Formensprache des Äußeren fort. 3 Monitore bestimmen Cockpit und Mittelkonsole, die weitgehend vom A8 übernommen wurde. Stolz ist Audi auf die neue Systematik eines Smartphones, welche die Funktionen mittels Icons darstellt und intuitiv ausgewählt werden kann. Der neu gestaltete Cockpitbereich will einerseits die markanten Elemente des Exterieurdesigns aufnehmen, aber auch eine, wie es bei Audi heißt, futuristische Lounge-Atmosphäre schaffen. Die in diesem Fahrzeug- und Preissegment üblichen Assistenzsysteme sind selbstverständlich vorhanden. Schaltbare Motorlager sowie Akustikverglasung auch an den rahmenlosen Seitenscheiben lassen weniger Abrollgeräusche in den Innenraum und steigern so ebenfalls den Komfort. Als erstaunlich sportlich wirkt der durchaus nicht leichte A7 auf der zügigen Ausfahrt. Spontane Gasannahme und druckvolle Leistungsentfaltung wirken zusätzlich auf den sportlichen Charakter. Das Fahrzeug verfügt über den Reiz des alten A8, die Alltagstauglichkeit eines kleineren Modells und den dezenten Status einer Design-Ikone. Kurz, mehr Auto brauchen wir nicht. Es ist perfekt. Es bleibt nur zu hoffen, dass die edle und cleane Ausstrahlung des A7 nicht durch jene Gesellschaftsschichten verwässert wird, die derzeit noch bevorzugt mit AMG-Coupés tiefer, breiter und basswummernd die Innenstädte unerträglich machen. Nach einem so eleganten Modell fällt es schwer, noch eine Steigerung zu erreichen. Doch wir versuchen es und glauben, dass Lexus mit dem LC500 eine Design-Ikone geschaffen hat. Heute im Alltagstest der Lexus LC500. Und eines vorweg, es gibt sie glücklicherweise noch, die eleganten und schönen. Schon bevor Konzernchef Akio Toyoda die Devise No more boring cars, keine langweiligen Autos mehr, öffentlich verkündete, gab es mutige Designer bei Lexus. So war 2012 auf der Detroit Auto Show das Konzeptfahrzeug LC-LF zu sehen. Dass es kaum verändert zu einem Serienmodell würde, ahnte damals noch niemand. Allein dafür muss den Japanern gedankt werden. Showcars gibt es auf den großen Messen der Welt viele, aber nur ganz wenige trauen sich, auch diese Fahrzeuge dann irgendwann mal Realität werden zu lassen. Lexus hat es geschafft und das Fahrzeug, nehmen wir es vorweg, ist ja wunderschön. Und er fährt auch recht gut. Allerdings muss man auch sagen, der Preis ist knapp unter 100.000 Euro. Er ist ein 2+2-Sitzer und er hat ca. 477 PS. Insgesamt ist dieses Fahrzeug natürlich darauf ausgelegt, vom Preis her, von der Klasse her, vielleicht gegen einen 911 anzutreten. Aber ein 911 mit Hinterradlenkung, mit sehr vielen Feinheiten wie Wankstabilisierung und natürlich einem perfekten Fahrwerk und tolle Lenkung, das hat er nicht. Da ist er etwas grober, aber das will er auch gar nicht sein. Wo sehe ich ihn? Ich sehe ihn eher als Konkurrenten für die klassischen BMW, Audi, Mercedes Coupés, meinetwegen von AMG oder M-Klasse oder Sport, Audi Sport. Diese Fahrzeuge, diese sind eher ein Gran Turismo. Und das ist er auch. Er ist ein toller Tourenfahrer, er kann vieles, aber ein echter Supersportler ist er leider nicht. So gezeichnet wird ein Auto zum Klassiker von morgen. Dies bemerkt der Tester sehr schnell beim Tanken. Die Blicke und auch positiven Kommentare von der anderen Seite der Zapfsäule erlebt ein Tester selten, beim LC500 aber auffällig oft. Fast traurig der Kommentar eines Fast-LC-Kunden, der seinen fehlenden Mut bedauerte und seufzte,
dass er leider die schwarze Innenausstattung fast aus Gewohnheit bestellt habe. Nun ja, außen ist er wohl ebenfalls rotstrahlend. Lange Haube, tiefsitzender Grill und schmales Greenhouse verpackt in weiche, fließende Linien. Das ist es, was man einen Hingucker nennt. Und es ist ein typisches Japan-Design, mit eigener, selbstbewusster Formensprache. Das Doppeltrapez des Frontgrills wird von den Kanten am Heck wiederholt und die scharf geschnittenen Konturen der Lampengläser setzen einen anregenden Kontrast zu den geschmeidigen Proportionen. Die rautenförmigen Auspuffblenden fügen sich stilistisch erstklassig in die Gesamtoptik ein. Der Zugang zu dem mit 192 Litern knapp bemessenen Kofferraum liegt recht hoch und macht bei Getränkekästen wenig Freude. Aber dafür hat die Zielgruppe sicher noch ein Zweitfahrzeug. Allein damit die optische Perfektion am Familienschmuckstück nicht zum Ärgernis wird. Die in die Spoilerlippe integrierte Rückfahrkamera ist für das Rangieren fast unabdingbar. Der Verzicht auf eine Entriegelungstaste am Heck lässt leider nur die Möglichkeit, das Gepäckabteil vom Innenraum aus oder per Schlüsseltaste zu öffnen. Die Existenzberechtigung in der Luxusklasse wird in der edel gestalteten Innenarchitektur zum Ausdruck gebracht. Wunderschön, besonders die helle Ausstattung, allerdings zum Preis einiger störender Reflexionen in der Frontscheibe. Angenehm unkonventionell ist die etagenförmige Anordnung der Bedienebenen im Cockpit. Parallel angeordnete Haltegriffe für den Beifahrer betonen eher die Fahrerorientierung des Funktionsbereiches, als dass sie wirklich nötig wären. Nun gibt es neben dem getesteten Lexus LC auch eine neue Hybridversion. Wer sich als Hybridpionier behauptet hat, darf auch spannende Autos bauen. Und dazu gehört, was auch die Auftragslage zeigt, noch immer ein tönender V8-Motor. Eine Neuentwicklung ist der V8-Sauger nicht. Er wird auch im GSF und im RCF angeboten. Seine Einbaulage im LC500 platziert ihn so, dass er zu einer ausgewogenen Gewichtsverteilung beiträgt. Über 32 Ventile befüllt die Direkteinspritzung die genau 4.969 Kubikzentimeter großen Brennräume mit Gemisch. Bei 7.100 Umdrehungen werden 477 PS freigesetzt. Allerdings wünscht sich der Kunde und der Tester natürlich immer mehr. Es hat alles für ein noch zu präsentierendes Topmodell. Mehr Leistung, eine direktere Lenkung und auch etwas Rennsport würden ihn leicht zum Supersportler machen können, denkt der Tester unweigerlich bei der Ausfahrt. Vielleicht kommt da ja noch was? Lexus kann sich rühmen, für die Portionierung der Antriebskräfte ein einzigartiges 10-Gang-Automatikgetriebe im Angebot zu haben. Dessen Qualitäten erfährt man am besten in einem der beiden Sportmodi. Die lernfähige Elektronik passt sich im Nu dem Fahrstil an und streut bei sportlicher Fahrweise auch gern mal wohltönendes Zwischengas ein. Überhaupt stört der Sound des Achtzylinder weniger als bei einigen Mitbewerbern, denen offensichtlich die rustikale Zielgruppe bei nächtlichen Beschleunigungsrennen als Maßstab dient. Das Maß lautet Premium. Und Lexus ist es hoch anzurechnen, dass der Hersteller statt endloser Optionslisten ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden schnürt. Es ist alles vorhanden, was der Kunde heute benötigt. Ein Auto für einen fast sechsstelligen Basispreis ist nun wahrlich kein Sonderangebot. Im Vergleich zu einem Porsche 911 ist der Wagen aber deutlich günstiger, seltener und auf eine differenzierte Art auch eine Design-Ikone. Der Lexus LC wird eine Rarität bleiben. Aber fast zu Unrecht, denn Technik, Qualität und Preis stehen in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Wagen muss sich nicht hinter der Eleganz eines Aston Martin oder der Omnipräsenz eines Porsche 911 verstecken. Auf jeden Fall hat der Käufer eine GT-Eleganz, welche bei den meisten deutschen Herstellern abhanden gekommen zu sein scheint. Ein großer Dank an Lexus, dass es noch elegante und stilvolle Modelle gibt. Und ein Cabrio soll ja auch noch kommen. Wir freuen uns drauf. Das war's schon wieder mit den aktuellen Eindrücken von Automobilneuheiten. Wir hoffen, unsere Berichte haben Ihnen gefallen und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Ausgabe von CarNews TV.